Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder in meinem Ökosystem. Ich bin Xuan He, eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin und heute zeige ich euch, was für Gartenarbeiten jetzt bei mir anstehen. Los geht's! So, fangen wir mal mit der ersten Reihe an und zwar haben wir hier eine Reihe Sellerie. Den plane ich noch vor dem ersten Frost komplett abzuernten und nicht wie im letzten Jahr bis zum Januar stehen zu lassen, denn ich möchte auch möglichst viel von dem Sellerie ernten können und nicht, dass durch Frost irgendwas kaputt geht. Unter dem Gemüseschutznetz habe ich Chinakohl angebaut oder versucht anzubauen. Leider habe ich, glaube ich, die Jungpflanzen zu spät unters Netz gebracht und die Schmetterlingsrauben waren schon drin. Wie ich später entdecken werde, sind da auch noch Schnecken drin. Also mir ist es immer noch nicht gelungen, Kohlartiges im Herbst anzubauen, ohne Chemie irgendwas ranzumachen. Buschbohnen gingen super. Ich habe bestimmt schon 2 Kilo Buschbohnen von diesen 8 Pflanzen zusammen geerntet. Denkt dran, Bohnen immer gegart zu genießen. Ich hätte eine längere Ernteperiode haben können, wenn ich die Pflanzen noch früher in den Boden gesetzt hätte. Hier habe ich eine Artischockenpflanze, habe ich erst im Juni reingesetzt, weil ich sie erst im Juni erworben habe. Grünkohlpflanzen gehen so, lala. Dann die Chayote. Wächst wunderbar, wuchert alles zu, aber wo sind die Früchte? Das frage ich mich schon im zweiten Jahr. Der Grünkohl ist wie immer zerfressen von Raupen, von Schmetterlingen. Jakonpflanze steht noch ganz gut. Auch die habe ich erst Ende Mai, Anfang Juni in die Erde gesetzt. Hintergrund ist, dass die Pflanze irgendwie sehr begehrt war. Ich habe sie schon Mitte April bestellt, aber angekommen ist sie dann erst Ende Mai. So kam sie dann erst Ende Mai, Anfang Juni in die Erde. Dann haben wir noch Kapuzinerkresse. Die geht jetzt auch gerade ganz gut. Die hat am Anfang ein bisschen geschwächelt, aber jetzt gedeiht sie wunderbar. Dann haben wir noch den Feigensteckling. Der steht auch super. Hier wieder die Chayote. Ich denke, ich werde im nächsten Jahr keine Chayote mehr anbauen. Ich denke, dass es in diesem kleinen Gartenstreifen für die Chayote zu schattig ist und sie nicht genug Sonne bekommt. Dann haben wir noch so 2 schwächelnde Grünkohlpflanzen. Ich lasse sie aber stehen. Vielleicht schafft sie es über den Winter und kann dann im Frühjahr noch ein bisschen loslegen mit dem Wachstum, bevor ich sie ernte. Naja, mal schauen. Dann haben wir noch so eine Verwandte mit der Taro-Knolle. Die Knolle ist innen drin weiß und schmeckt so ein bisschen cremig. Macht wunderschöne große Blätter. Ich baue die Knolle zum ersten Mal an und ich bin gespannt, was ich später unter der Erde so rausziehen werde. Ich habe sie vermutlich ein bisschen zu eng an den Beinwäldrand gepflanzt, aber am Anfang, als die Pflanzen noch so kleine Jungpflanzen waren, konnte ich das nicht ahnen, wie sie sich ausbreiten würden. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr ergiebigen Asiakraut, und zwar Hotunia cordata oder auch die herzförmige Hotunie genannt. Im Asialaden ist er manchmal auch unter dem Namen Fischkraut bekannt. Und dieser Kübel hier rechts, der langsam auch zugewuchert wird, den habe ich im Mai aus Rhizomen und Ableger von dem anderen Kübel links daneben vermehrt. Und wie ihr seht, es braucht einige Zeit, bis der Kübel vollwächst, aber dann kann man ihn immer wieder ernten. Dann haben wir hier in der hinteren Reihe noch 2 große Kübel mit vietnamesischen Knollen. Einmal wieder diese verwandte Knolle mit der Taro-Knolle und daneben eine Jamswurzel. Bin gespannt, was daraus kommt bei der Ernte. Dann wollte ich ein Bohnentipi errichten, hat aber nicht so wirklich geklappt, denn die Stangenbohnen habe ich zu ungeschützt in den Boden einfach geschmissen und die Schnecken haben die Pflanzen von Anfang an geschwächt und so sehen sie halt dann auch aus die ganze Zeit. Und jetzt beernten wir die Hotunia cordata. Ist ein ganz tolles Asiakraut, hat angeblich viel Vitamin C. Wenn man drauf beißt, schmeckt das so ein bisschen sauer. Hat angeblich auch viele anti-entzündliche Eigenschaften. In Japan und Korea wird daraus auch Kosmetik gewonnen und verkauft. Für mich ist es aber in erster Linie ein tolles Asiakraut, was zu vielen vietnamesischen Gerichten passt. Meine Eltern mögen dieses Kraut sehr und ich auch. Und den Sommer über haben wir nur einmal Asiakräuter gekauft. Ansonsten konnten wir uns fast selber mit Asiakräutern versorgen.
Das Tolle an dem Fischkraut ist, dass es wunderbar in Deutschland wächst, wird kaum von Schnecken angegriffen, auch sonst nicht von Blattläusen oder so. Aber es überlebt nicht einfach so auf dem freien Feld, das habe ich einmal versucht. Ich habe Rhizome in die Erde gesteckt in der Hoffnung, dass es den Boden so zudecken wird. Aber das Kraut ist in kürzester Zeit eingegangen. Also das Kraut braucht Sonne, gut Wasser und mag es feucht. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man das Kraut im Winter einfach zurückschneiden kann und dann den ganzen Topf in den Keller stellen kann und dann mit der Bewässerung zurückfahren kann, um die Rhizome in den Ruhezustand zu schicken. Im Frühjahr kann man das Ganze wieder rausholen, stärker bewässern und sobald die Sonne wieder da ist und die Temperaturen einigermaßen okay sind, wird das Kraut wieder anfangen zu sprießen. So muss man das Kraut nicht jedes Jahr von neuem aussäen. Aber man sollte das Kraut alle 2-3 Jahre verjüngen, indem man wieder so einen neuen Topf anlegt. Denn wenn man nichts tut, werden die Rhizome langsam schwächer und irgendwann nach einem Winter kommt die Pflanze dann nicht mehr zurück. Und jetzt stutze ich diese Verwandte von der Taro-Knolle zurück und entferne alle so gelb gewordene Blätter. Ich habe die Pflanze vermutlich zu nah am Beinwell dran gesetzt. Weiß nicht, ob das so gut ist, denn Beinwell soll man zum Beispiel auch nicht essen. Der ist sogar giftig. Wenn ich den stutze, ziehe ich immer Handschuhe an. Den habe ich nur angebaut, um pflanzenstärkende Blattjauchen zu machen. Angeblich sollen die giftigen Alkaloide von dem Beinwell auch über kleinste Wunden auf der Haut in den Körper gelangen können. Und jetzt stutze ich 2 weitere Verwandte der Taro-Knolle, die ich in die großen Kübel gesetzt habe und ziehe mir jetzt Handschuhe an, weil diese Stängel dann doch schon ein bisschen eklig und matschig sind. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt, die 2 Pflanzen sind noch größer geworden als die, die ich eben gestutzt habe. Das seht ihr vielleicht an der Kameraperspektive. Ich habe das Kamerastativ auf das Maximum rausgefahren und dann nochmal auf den 0,5 Zoom rausgezoomt. Und die ganz großen Blätter, die habe ich gar nicht hier drauf bekommen. Jedenfalls bin ich schon jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, wie groß die Knolle dann sein wird. Es sieht sehr vielversprechend aus. Ich wäre schon ein bisschen enttäuscht, wenn da am Ende irgendwie nur 3 Knollen dran sind. Das wäre ein bisschen schade. Und dann kümmere ich mich jetzt um den Chinakohl. Das ist richtig schade, weil, wie ihr sehen könnt, wächst der richtig gut und hat richtig viel Lebenskraft. Aber die Schnecken machen, was sie wollen. Ich habe hier alles ordentlich gemulcht. Am Anfang war da noch ein Schneckenkragen dran, aber die kamen trotzdem durch, haben alles irgendwie abgefressen. Mein Plan ist es jetzt, die äußeren zerfressenen Blätter abzumachen, abzuwarten, wie sich der Chinakohl so entwickelt. Wird das besser? Wenn nicht, reiße ich die Pflanze raus und sähe da vielleicht was anderes aus. Dann habe ich jetzt eine freie Fläche zur Verfügung und pflanze da eine Stachelbeere hin, die ich geschenkt bekommen habe. Dann werde ich den Mulch ein bisschen zur Seite schieben, die Erde auflockern und die Pflanze dann reinsetzen. Das Gute ist, dass ich in dieser Gartenerde sehr viele Regenwürmer sehe, überall. Aber die Erde ist auch sehr nass und klebt so ein bisschen, denke ich. Deswegen werde ich, wenn ich später die Stachelbeere reinpflanze, noch ein bisschen alte Erde vom Balkon mit reinmischen, damit sich das Ganze um die Pflanzenwurzeln wie ein feuchter Schwamm legen kann und die Pflanzenwurzeln nicht in dem feuchten Wasser erdrückt. Ja, dann schneide ich die abgestorbenen Äste noch so ein bisschen zurück. Auch hier immer schön aufpassen, an Dornen sowie in der Erde können Erreger vorkommen, die man nicht haben will, wie zum Beispiel Tetanus. Der Biomüll wird ab jetzt auf den Kompost geschmissen, ein bisschen zerkleinert, dann noch mit trockenem Material vermischt und so ein bisschen mit Erde geschichtet. Dann kann das in Ruhe den Winter über zerfallen. Der Frost wird bestimmt noch dazu beitragen, dass die Biomasse besser zerfällt. Aber ich mache ab jetzt kein Bokashi mehr, denn wenn es kälter wird, soll man auch nicht mehr so viel düngen. Ja, liebe Leute, das war's mal wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!